Servus, stell dir vor, du sitzt gerade vor dem Fernseher ganz gemütlich und plötzlich, zack, ist der Strom aus. Was ist dann der erste Gedanke? An mich wahrscheinlich, oder? Oder überlegst du vielleicht doch, ob das jetzt nur ein kleiner normaler Stromausfall ist oder doch der große Blackout, von dem alle immer reden? Ich bin der Tom von Stromausfallinfo und wenn du wissen möchtest, wie man unterscheiden kann, ob es sich um einen lokalen Stromausfall oder doch um einen Blackout handelt, dann mach das jetzt bequem. Ich habe ja bereits einmal ein Video gemacht, was der Unterschied zwischen Stromausfall und Blackout ist und warum ein Blackout keine Fantasieerscheinung ist, sondern durchaus schneller Realität werden kann, als uns eigentlich lieb ist. Link ist da oben. Kurz nochmal zusammengefasst. Im Gegensatz zu einem normalen Stromausfall ist ein Blackout großräumig, lang andauernd und es ist durch Ausfall der Kommunikation, also von Telefonnetz, Handynetz und Internet, auch die Infrastruktur betroffen. Um wieder zu unserem Beispiel mit dem gemütlichen Fernsehabend zu kommen, du hast hoffentlich irgendwo was zum Leuchten griffbereit, damit du dir nicht gleich in den ersten Minuten den Hals brichst. Auf jeden Fall solltest du erst einmal Ruhe bewahren und nicht wie ein aufgeschrecktes Händel durch die Gegend rennen. Also tief durchatmen. Wir stellen mir jetzt aber fest, ob wir uns einfach einen romantischen Kerzenabend machen können oder dann doch in den Survival-Modus schalten müssen. Die erste Überprüfung ist, den Sicherungskasten zu checken. Ist da eine Sicherung raus oder gar die Hauptsicherung oder der FI? Wenn nein, dann ist die Ursache schon einmal nicht bei dir in der Wohnung zu suchen. Dann hilft vor allem in der Nacht einmal der Blick aus dem Fenster. Ist in der Nachbarschaft auch alles dunkel, brennen die Straßenlaternen noch. Bei Tag ist es ein bisschen schwieriger festzustellen, aber da könntest du ja mal beim Nachbarn nachfragen. Oder bei der berühmten Nachbarin vom Outdoor-Chiemgau. Hat die Nachbarschaft auch keinen Strom, dann würde ich mal schauen, ob ich noch Handynetz habe. Hast du noch die Möglichkeit zu telefonieren? Das kann bei einem Blackout auch innerhalb der ersten halben Stunde noch möglich sein, weil die Handymasten kurzzeitig nur mit Notstrom versorgt sind. Dann könntest du jemanden anrufen, der ein wenig von dir weg wohnt. Also entweder in derselben Stadt, wenn du in einer Großstadt wohnst. Bei mir wäre es zum Beispiel im nächsten Ort, weil ich wohne doch etwas ländlicher. Ist dort der Strom auch weg, ja, dann wird es Zeit, dass du ein paar Erstmaßnahmen ergreifst. Und da kommt jetzt das berühmte Füllen der Badewanne und anderer Behältnisse mit Wasser, wenn bei dir die Gefahr besteht, dass die Trinkwasserversorgung nach einer Weile ohne Strom nicht mehr funktioniert. Spätestens jetzt, aber wenn du kein Telefonnetz mehr hast, dann natürlich auch schon früher, ist es auch an der Zeit, dein Notradio, das du hoffentlich hast, in Betrieb zu nehmen. Idealerweise hast du dir da vorher schon die wichtigsten Senderfrequenzen irgendwo notiert, zum Beispiel die von den öffentlich-rechtlichen, das wäre bei uns zum Beispiel der Ö3, weil die müssen zumindest 72 Stunden mit Notstrom senden können. Und wenn dir dann bei der Sendersuche auffallen sollte, dass auch die Privatradiosender nicht mehr alle funktionieren, die du sonst empfangen kannst, dann wird es langsam kritisch. Die sind nämlich eher nicht alle mit Notstromversorgung ausgestattet. Auf jeden Fall solltest du dir jetzt einen Sender suchen, der Verkehrsfunkmeldungen sendet. Hast du kein batteriebetriebenes Radio, dann hast du vielleicht ein Autoradio. Wenn dann nach einer halben Stunde oder Stunde der Strom immer noch weg ist und dein Handynetz auch nicht mehr vorhanden ist und Internet sowieso nicht, ich meine jetzt natürlich ohne irgendeinen offensichtlichen Grund, also wie ein Unwetter oder sowas, dann wird es Zeit, kurz nachzudenken, wie es denn mit deinem Krisenvorrat ausschaut. Und das letzte Zeichen, dass die Kacke also richtig am Dampfen ist, wäre für mich dann, wenn im Verkehrsfunk zu hören ist, dass alle österreichischen Straßentunnel gesperrt werden. Das muss nämlich innerhalb von 1,5 Stunden aus Sicherheitsgründen passieren. Es funktionieren ja keine Belüftung mehr oder keine Beleuchtung und die Notsysteme auch nicht. Wie das bei euch in Deutschland ist, das weiß ich leider nicht, aber vermute ich einmal ähnlich. Wenn jetzt nicht eh schon irgendwelche öffentlichen Verlautbarungen durchgegeben werden, dann solltest du auf jeden Fall einmal auf ungewöhnliche Verkehrsmeldungen achten. Also Ampelausfälle, Tunnelsperrungen, Zugsausfälle oder sowas, die in größerem Rahmen passieren.
Da kannst du dich dann schon darauf einstellen, dass es wahrscheinlich länger dauert, bis wieder Strom da ist. Ich weiß jetzt schon, da kommen sicher wieder Kommentare, alles Schwarzmalerei, sowas kann bei uns überhaupt nie passieren, weil wir haben das sicherste Stromnetz aller Zeiten und so weiter. Aber Probleme gibt es immer dann, wenn mehrere Ereignisse zusammentreffen, die einzeln vielleicht nur kontrollierbar wären. Und es hat irgendwann auch einmal geheißen, die Titanic ist unsinkbar. In einem meiner nächsten Videos wird es dann einmal darum gehen, wie man sich eine Notfall-Checkliste für so einen Fall erstellen kann. Also wenn das interessiert, wie das funktioniert, dann Abo nicht vergessen und vielleicht auch auf die kleine Glocke klicken, damit du beim nächsten Video verständigt wirst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Servus!